Felder war ich gerne, aber Heimwehrzug mit Stopp. Und mein Bock, das sagt zu mir. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Gut zu wissen. Heutiges Gut zu wissen hat mal wieder mit Karneval zu tun. Wir sprechen über die Fidelitas 1893 Blaue Funken e.V. Andernach. Und anfangen werden wir mit den Fidelitas 1893, weil die feiern in diesem Jahr, oder müssen eigentlich schon gefeiert haben, zum 1. Januar müssen sie gefeiert haben, ihr 125-jährigen Geburtstag. Bei mir für dieses Gespräch ist der Hans-Peter Klein, er ist der Präsident der Fidelitas und gleichzeitig der Kommandant der Blauen Funken. Und auf der anderen Seite ist der Adjutant der Blauen Funken, das ist der Daniel Nonn. Der Daniel Nonn ist gleichzeitig auch Vortragender innerhalb der Prunksitzung der Blauen Funken. Da werden wir gleich noch darüber zu sprechen haben, über deine besondere Rolle als Adjutant und auch deine Rolle als Vortragender. Aber anfangen möchte ich mit dem Hans-Peter Klein, Präsident und Kommandant, das sind schon zwei Positionen, die schon ganz oben ansiedeln. Aber du bist gleichzeitig auch Stadtkommandant. Auch und das seit Ende 2015, ja. Und du bist ja schon relativ lange, bist du ja schon als Kommandant, halt eben der, oder Präsident und Kommandant, sowohl der Fidelitas, auch der Blauen Funken. Seit 2004 bist du ja schon in vorderster Reihe. 14 Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit, wo du diese Aktivitäten betreibst. Hans-Peter, in der Zwischenzeit hast du mit Sicherheit einiges erlebt, einiges erfahren. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Rolle, das sind Rollen, da wächst man im Laufe der Zeit auch so ein bisschen rein. Wie war das am Anfang für dich, wo du zum ersten Mal dann das Vergnügen hattest, in Anführungsstrichen wahrscheinlich ganz vorne zu stehen? Und dann halt eben zu zeigen, halt eben, ich bin jetzt halt eben derjenige, der das Sagen hat. Wie fühlst du das? Kannst du dich dann noch zurückversetzen? Also da kann ich mich natürlich noch sehr gut dran erinnern, da ich vorher über 15 Jahre schon als Geschäftsführer der Fidelitas fungierte, habe ich natürlich sehr viel Hintergrundwissen schon gehabt und von dem ich auch heute noch zehren kann. Und auch wenn ich eigentlich gar nicht in die erste Reihe wollte, 2004 war es dann soweit, weil kein anderer Kandidat war. Aber das ist sicherlich kein Phänomen, was bei den Karnevalsvereinen alleine ist, sondern überall dort, wo es ums Ehrenamt geht, insbesondere wenn es um die Spitzenpositionen geht, weil es ist doch sehr viel Arbeit damit verbunden und im Zweifel auch Ärger. Ja, du bist hier auch in eine relativ große Fußstapfen getreten, das kann man also auch so sagen. Du bist hier der Nachfolger von Manfred Platten gewesen und der Mann, der hat dir schon einiges an Vorleistungen halt eben erbracht und dann halt eben in den Nachfolger eines solchen doch sehr, sehr prägenden Menschen halt eben zu treten, kann ich mir vorstellen, das belastet einen zunächst ja dann doch etwas, weil man muss ja auch trotz alledem sehen, dass man nicht alles das, was er gemacht hat, eben falsch war oder dass man das in Frage stellt und trotzdem seinen eigenen Weg geht. Ja, das war insbesondere insofern für mich schwierig, als sowohl der Manfred als auch sein Vorgänger Heiner Lohner beide ja sehr rhetorisch gewandt waren und da ich bevorzugt habe, bis dahin immer in der zweiten Reihe zu stehen, nicht unbedingt der Mann war, der im Rampenlicht stand und große Reden geschwungen hat. Insofern habe ich mich natürlich am Anfang schon etwas schwer getan, habe, wie man mir häufig gesagt hat, zu sehr an meinem Manuskript geklebt und habe mich dann aber im Laufe der Zeit freigeschwommen und mittlerweile habe ich selten noch einen Zettel in der Hand, höchstens um sicher zu sein, dass ich auch keine falschen Zahlen von mir gebe. Ansonsten, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, du hast ja jetzt anlässlich halt eben der Radioserstörung und hast du ja halt eben auch deine Rolle als Stadtkommandant mal wieder halt eben nach außen getragen. Auch da hast du ja ein Stück weit Verantwortung für dieses Geschehnis und für diese Geschehnisse rund in, wenn es um Zusammenspiel der Corsa geht. Wie bist du zu dieser Position gekommen? Also traditionell ist in Andernach immer derjenige Stadtkommandant, der am längsten als Kommandant oder Kommandeur fungiert. Und da ich einige wenige Wochen länger im Amt bin als Molly Zins, fiel mir das Amt zu. Ich war ja vorher auch schon 11 Jahre stellvertretender Stadtkommandant bei Manni Schmidt. Und dieses Amt werde ich jetzt die nächsten 2 Jahre, solange bin ich noch im Amt, auch bei den Blauen Funken, sicherlich noch genießen und vielleicht dann auch als krönenden Abschluss meiner
karnevalistischen Karriere sehen. Ja, sowas Ähnliches hast du ja schon angedeutet. Jetzt bei der GERAG, bei der Proklamationsveranstaltung, hast du ja schon gesagt, also nochmal 11 Jahre wirst du nicht mehr aktiv in dieser Position zu sehen sein, zu erleben sein. Dann sind wir mal gespannt, halt eben, wie lange es noch dauert und in welcher Form du dann halt eben dann weiterhin, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach so vielen Jahren Aktivität dann auf einmal sagt, das war's und ich mache nichts mehr. Oder kannst du dir das vorstellen? So ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber ich denke mal, nach 30 Jahren sollte es eigentlich genug sein, auch wenn ich dann sicherlich nicht ganz dem Karneval entsagen werde. Ich möchte jetzt, Daniel, jetzt bist du natürlich etwas am Rande stehen oder fühlst dich wahrscheinlich so, aber du bist ja auch schon seit 2012 in deiner Position als Adjutant. Möchte mal ganz kurz auch diese Position Adjutant, ist dir auch eine Aufgabe, die mehr oder weniger so im Hintergrund so ein bisschen wahrgenommen wird, die du im Hintergrund durchführst. Was ist die Aufgabe eines Adjutanten? Beschreib mal ganz kurz. Also die Aufgabe von einem Adjutanten ist in erster Linie die nach außen hin die Repräsentative mit dem Dreigestirn zusammen mit dem Kommandant und dem Mariechen. Und die, auf der anderen Seite viele organisatorische Sachen, wie zum Beispiel das Oktoberfest oder sei es die Generalprobenabläufe bestimmen oder Einladungen verschicken, Grußkarten verschicken. Letztendlich mehr oder weniger organisatorische Aufgaben. Richtig. Und halt eben dafür sorgen, halt eben, dass die Abläufe nachher auch funktionieren und dass alles halt eben stimmt. Genau. Praktisch das Mädchen für alles, wenn man das mal so umschreiben darf. Im Groben und Ganzen, Hans-Peter, Fidelitas 1893 gegründet. Knapp 4 Jahre später sind ja schon die ersten Gruppen, 4 Gruppen waren es damals, Fidelitas, Karnevalsgesellschaft, muss man also dazu sagen. Nicht, dass da jetzt irgendwo jemand meint, halt eben, das wäre auch so eine Chor oder irgendwas gewesen, sondern eine Karnevalsgesellschaft. Und 3 Jahre später oder 4 Jahre später haben wir eben festgestellt, sind ja dann die ersten Gruppen, 4 Gruppen. Und ganz wichtig waren es ja dann schon, die Funkenartillerie ist ja da schon mit einer Kanone halt eben im Karnevalzug mitgezogen. Das heißt, ihr habt also tatsächlich halt eben den Anspruch darauf, das Chor zu sein, was traditionell auch immer mit der Kanone unterwegs ist. Ja, bereits beim Gründungsfoto vom 1. Januar 1893 waren im Hintergrund ja 2 Funken in Uniform zu sehen, wobei die Uniform, die dort getragen wurde, erinnert eher an die heutige Stadtsoldatenuniform als an unsere Funkenuniform. Die Affinität zu den blauen Funken kam ja erst wesentlich später. Wir sind, wie schon so oft gesagt wurde, die älteste Andernacher Karnevalsgesellschaft, waren damals nicht die erste, es gab schon andere, die haben aber dann nicht mehr lange Bestand gehabt. 2-3 Jahre nach uns wurden ja dann die Stadtsoldaten und die Prinzengarde, beziehungsweise deren Vorgänger, die hießen ja im Ursprung alle anders, gegründet, sodass wir 3 Chors im Grunde genommen oder 3 Gesellschaften im Grunde genommen, die Anfangsjahre des Andernacher Karnevals bestimmt haben. Und es gab natürlich Höhen und Tiefen in all den Jahren. Der wesentliche Unterschied ist natürlich der, dass die Prinzengarde im Wesentlichen aus der Bauernschaft kam. Die Stadtsoldaten damals schon eine sehr große Verbindung zur Feuerwehr und zur Stadt hatten. Und die blauen Funken halt, auch weil sie aus der Handwerkerschaft heraus gegründet wurden, mehr den Bezug zum Handwerk hatten und zu den biederen Bürgersleuten, wie es auch in der Chronik, genau. In der Chronik stand. Deftige Handwerker und biedere Bürgersleute. Ja. So steht es in der. Die Bezeichnung ist schon interessant. Ja, es ist sicherlich auch so, dass schon damals und bis in die heutige Zeit auch die Verbindung zur Kolping halt besteht. Ja. Nicht nur über das Vereinszugar Kolpinghaus, sondern halt auch durch viele personelle Überschneidungen. Das wäre eine weitere Frage gewesen, die hätte ich mir im Laufe der Zeit gestellt, aber jetzt hast du es so angesprochen, eure Verbundenheit halt eben mit dem Kolping. Und die ist ja schon relativ auffallend. Nicht nur, dass ihr eure ganzen Veranstaltungen innerhalb halt eben des Kolpingheims immer wieder gemacht habt in der Vergangenheit, zumindest soweit ich mich erinnere, soweit das überhaupt bei euch möglich war. Es gab eine Zeit, da durftet ihr halt eben aus diversen Animositäten des Wirtes, des Gastwirtes, durftet ihr da nicht rein. Okay, lassen wir das mal außen vor. Die Zeiten haben sich geändert, ihr seid wieder aktiv im Kolpinghaus. Aber viele eurer Mitglieder sind tatsächlich halt eben auch Mitglieder halt eben des Kolping. Daniel, bist du auch Mitglied in? Nein. Gut, da haben wir eine Ausnahme. Hans-Peter, oder kann man nachvollziehen, woher beruht halt eben, oder worauf beruht halt eben diese Verbundenheit mit Kolping? Gibt es da irgendwelche Fakten, wo man es festmachen könnte?
Es gab auch personell sehr große Überschneidungen schon in der Anfangszeit. Ja. Also die Gründungsmitglieder waren zwar vom Ursprung her aus den Reihen des Rauchclubs Fliegentod, der ja seinerseits 1867 gegründet wurde, aber wie man aus der Chronik ersehen kann, damals schon innerhalb des katholischen Gesellenvereins bestanden haben. Und da begann im Grunde genommen schon die Verbindung. Und der Propstayhof, Kolpinghaus und, das waren ja in der Vergangenheit immer die Vereinsgasthäuser der Blauen Funken bzw. der Fidelitas. Und allein schon von daher gab es da immer enge Berührungen. Und unser zweiter Präsident, der ja dann auch der erste Kommandant der Blauen Funken wurde 1934, Johann Krämer, war ja auch selber sehr aktiv, sowohl bei der Kolping, aber noch viel mehr bei der DJK Kolpingia, wie sie damals hieß. Und auch von daher gab es dann halt eben diese enge Verflechtung. Und man kann das bis in die 80er Jahre hinein fortsetzen, denn Heinrich König, langjähriger Festausschusspräsident, war ja auch einige Jahre Geschäftsführer der Blauen Funken und halt viele, viele Jahre, ich glaube über 40 Jahre, Vorsitzender der Kolping-Familie. 1934, du hast das Datum gerade genannt, war ja ein bedeutendes Datum, ganz besonders was die heutigen Blauen Funken anbelangt. Denn damals wurde innerhalb der Karnevalsgesellschaft Fidelitas 1893, wurde damals halt eben das Chor der Blauen Funken gegründet. Das heißt also, das Gründungsdatum der Blauen Funken ist 1934. Ja. Und da langsam aber sicher fing es dann an, dass sich dieses Vereinsleben im karnevalistischen Bereich deutlich erweitert hat. Da kamen viele, viele Gruppen, die sich dann immer wieder innerhalb halt eben der Blauen Funken gebildet haben. Das waren wegen mir, ich denke an euren Spielmannzug, der ja dann seine Anfänge schon wesentlich früher hatte, damals der Trommlerchor, wenn ich mich recht erinnere. Das Trommlerchor wurde 1937 gegründet, ging aber im Grunde genommen hervor aus dem Trommlerchor des Deutschen Roten Kreuzes, das damals schon bestand. Genauso 1937 bzw. 1936 wurde die erste Kanone erbaut und parallel zur Gründung der Blauen Funken halt auch die Gründung des Kleinen Damenkomitees, das ja bis in die heutige Zeit den Nautzer Numedach auch veranstaltet. Genau. Das waren also so die wichtigsten Meilensteine in diesem Zeitraum, bevor dann die dunkle Zeit begann, nicht nur für die Blauen Funken, sondern insgesamt. Ja, gut, okay, das war sowieso eine Zeit, die wird in den meisten Chroniken sowieso weitestgehend ausgeblendet, weil unter Umständen halt eben noch gar keine Veranstaltungen während dieser Zeit, keine Aktivitäten durchgeführt worden sind. Es durften keine durchgeführt werden. Ja, ist keine Frage. Warum, weshalb, lassen wir das mal außer Acht. Ich denke, das ist eine Zeit, die sollte man dann halt eben genauso betrachten. Es ist gut, dass sie vorbei ist, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, Nautze, Numedach, ist ja durchaus etwas, was wir auch in der heutigen Zeit noch immer wieder, und ihr führt es ja mittlerweile immer noch sehr erfolgreich durch, eure Damen. Und heute sagt man dazu, Nautzefrau, ist das was anderes wie das Damenkomitee? Oder ist das eine Gruppe innerhalb des Damenkomitees? Nein, das ist also im Grunde genommen, man kann es nehmen, wie man will, vielleicht eine Art Kosename, der im Laufe der Zeit entstanden ist. Kleines Damenkomitee hört sich so getragen an. Nauzefrau, das passt mehr so zum anderen Arrangement. Und ich glaube, die Damen kommen mit dem Begriff ganz gut zurecht. Das ist aber wieder was anderes, wie die ja noch später gegründeten Funken-Ladies. Also jetzt, wenn wir schon bei den Frauen sind, dann sprechen wir sie auch komplett durch. Also die Funken-Ladies wurden ja am 11.11.2011, ein sehr passendes Datum, als 11. Gruppe noch dazu, der Blauen Funken gegründet. Und das ist im Grunde genommen, das sind Nauzefrauen, die dann irgendwann, ich sag mal, sich aus dem aktiven Geschehen verabschiedet haben und schon viele Jahre vorher auch den Wunsch gehegt hatten, quasi ein weibliches Pendant zum Altherrenchor zu bilden. Und unter der Präsidentschaft von Christa Schrömges ist das dann auch gelungen. Und die Damengruppe erfreut sich großem Zulauf und ich sag mal, ist den alten Herren gut auf den Fersen. Daniel, du als Vortragender und letzten Endes auch Mitglied der Blauen Funken. Wir haben am Anfang schon mal ganz kurz, bevor wir hier offiziell losgelegt haben, mal ganz kurz darüber gesprochen. Ich bin ja davon ausgegangen, du wärst familiär geprägt und da hast du mich zumindest mal ein Stück weit alles besser belehrt, weil ich bin davon ausgegangen, dass auch deine Familie ein Stück weit halt eben schon im Vorfeld den Blauen Funken angehört hat und du letzten Endes halt eben mehr oder weniger gezwungenermaßen, ich sag's mal ganz vorsichtig, da mitgelaufen wärst. Aber du hast mir erzählt, es war eigentlich anders. Genau, und zwar
im Groben und Ganzen bin ich vorbelastet, ja, durch meinen Großvater und meinen Vater. Die waren früher schon in Uniform auch dabei, sind aber dann aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal ausgetreten. Mhm. Und ich bin durch einen Klassenkamerad, bin ich wieder in die blauen Funken reingegangen und habe dann die ganze Familie nachgezogen. So, deine Familie ist also bis heute froh, dass du das gemacht hast und dass sie aktiv in den blauen Funken halt eben tatsächlich agieren können. Kann ich mir vorstellen, ja. Wenn ich mir deine Eltern anschaue, die sind ja doch sehr, sehr aktiv, auch immer wieder mit dabei, wenn die blauen Funken in irgendeiner Form unterwegs sind. Und du machst als Vortragender mit deinem Freund Ottmar, genau. Freund Ottmar, das ist halt eben nicht mehr oder weniger wie eine sprechende Puppe, ein Wesen halt eben mit eigenem Charakter, ja. Und das, du unterhältst dich mit diesem Wesen. Kann ich mir vorstellen, ist sie auch nicht so ganz einfach. Man redet da mit einer Puppe und gleichzeitig gibt die Puppe dann noch die Antworten. Ja, man muss halt immer gucken, das sind zwei Charaktere, einmal ich und ja. Die Puppe hat manchmal so ein paar frechere Züge. Mhm. Und man muss gucken, dass das gesunde Gleichgewicht auch da ist, dass man ein bisschen austeilt, aber auch gut einstecken kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, bevor man halt eben dann als Aktiver auf so eine Bühne tritt, wo dann etliche hundert Menschen, lieber, ich kann mir vorstellen, ein Riesensaal, und dann auf einmal steht man davor und dann, ach toll, ob das richtig ist, was ich da mache. Also ich kann mir vorstellen, da kommen Zweifel zunächst mal, bis man sich dann über, woher kommt überhaupt die Idee, eine solche Art Vortrag zu machen? Ich meine, ja. So ganz neu sind die nicht, ist keine Frage, aber trotz alledem, für sich selbst muss man ja dann irgendwo ja doch seinen Weg da finden. Ja, ich habe durch den Klassenkamerad, habe ich damals auch schon auf der Kindersitzung Vorträge mit ihm zusammen gemacht. Okay. Und es hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich dann mal alleine dann auf der großen Sitzung auftreten konnte, durfte. Und ja, hatte vorher, bevor ich die Puppe Ottmar hatte, hatte ich noch eine andere Puppe gehabt. Das war eine Ente, ein Vatschi hieß die. Ja, und hatte da auf einmal dann Blut geleckt, ne? Und mach's seitdem schon fast jetzt 20 Jahre. Das ist schon eine stolze Zeit. Und Vatschi, die Ente vorher, und jetzt halt eben Ottmar, ist ja etwas ganz was anderes, ist ein ganz anderes Wesen. Warum der Wechsel? Ja, Vatschi hat sich irgendwann totgelaufen, ist dann irgendwann nicht mehr. Nein, ich hatte auf einmal Wasser im Keller und dummerweise ist er weggeschwommen. War die. Okay. Puppe im Keller. Und ja gut, das haben Enten so an sich. Sobald Wasser kommt, sind die weg. Das ist halt eben... Ja, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn man dann zum ersten Mal einen solchen Vortrag macht und die Reaktion der Menschen im Saal halt eben erlebt, auch nachher, wenn die Menschen auf einen zukommen, kann ich mir vorstellen, dass das auch für einen... Was fühlst du dann? Was denkst du dann, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, hast du gut gemacht oder vielleicht noch mal kritisieren? Wie schwer oder wie leicht fällt es halt eben mit Kritik, positiv oder negativer Art umzugehen? Also positive Kritik ist immer schöner, ne? Aber Negativkritik nimmt man natürlich auch auf, ja. Um vielleicht auch sich auch zu verbessern. Ne? Also ist die meistens überwiegt die positive Kritik natürlich. Es macht einen doch stolz, ich sag mal, die ganze Arbeit, die man im Vorfeld hatte, dass die dann auch gewürdigt wird. Und ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Stück weit halt eben auch eine Honorierung ist, halt eben des ganzen Aufwandes, den man betreiben musste. Hans-Peter, auch du bist ja irgendwann zum ersten Mal vor dieser Masse Menschen da aufgetreten. Du sagtest, du bist ja im Vorfeld schon ein bisschen vorbelastet gewesen, auch wenn du dann in der zweiten Reihe standest, aber irgendwo hast du das Bild hat eben der großen Massen davor, die schon ein Stück weit gekannt. Und trotzdem ist es was anderes, wenn du dann wirklich als Leiter von so einer Sitzung halt eben unterwegs, du musst koordinieren, du musst machen und tun, da läuft man was schief. Mit welcher Aufregung? Ich kann mir vorstellen, mit großer Aufregung geht man in ein solches Szenario hinein. Ja, es ist schon eine ordentliche Aufregung und das ist auch etwas, was sicherlich nicht alle so wahrnehmen. Im Vorfeld einer Sitzung muss man sich doch, ich sag mal, erstens intensiv mit dem beschäftigen, was man vorhat. Und
je näher die Sitzung rückt, auch am Sitzungstag selbst, muss man sich natürlich irgendwann auch etwas sammeln und konzentrieren. Und das verstehen dann nicht immer alle Leute, wenn man nicht unbedingt direkt die Antworten gibt, wenn man angesprochen wird oder vielleicht ganz woanders ist im Geiste. Aber bis heute hat es noch immer funktioniert und ich hoffe mal, dass ich die letzten 2-3 Jahre auch noch gut rumkriege. Jetzt die Frage an beide. Wenn ihr dann halt eben tatsächlich solche Veranstaltungen durchführt, du als Vortragender, du wegen mir als Leiter einer solchen Sitzung, und ich denke, es ist ja nicht die einzige Sitzung oder nicht der einzige Auftritt, den du hast innerhalb einer Session, läuft man da nicht Gefahr, dass man zu routiniert alles immer abspult, weil das war voriges Jahr so, das hat voriges Jahr so geklappt, dass man dann irgendwann zu sehr eingefahren ist in seinen Gleisen? Fange ich mit dir mal an. Bei mir ist es so, wenn ich hinter der Bühne stehe, da denke ich mir eigentlich jedes Mal, was mache ich hier eigentlich? Also da geht die Aufregung so dermaßen nach oben. Und wenn man dann auf der Bühne steht, dann ist alles gut und dann kommt der Text. Wenn er dann auch sitzt. Dann läuft es automatisch. Dann läuft es automatisch und dann geht die Anspannung auch so ein Stück weit wieder runter. Und dann. Hans-Peter. Ja, es ist natürlich ein großes Stück weit Routine, von der ich auch lebe bei den Anlässen, wo ich sprechen muss. Aber im Laufe der Jahre habe ich auch einen gewissen eigenen Stil entwickelt, Dinge aufzunehmen, die vielleicht vom Vorredner gekommen sind, direkt zu reflektieren oder zu kontern. Manchmal auch etwas vielleicht übers Ziel hinausschießen dabei, da muss man natürlich auch immer aufpassen, aber wer austeilt, muss auch einstecken können. Das ist dann das entsprechende Gegenstück halt. Es wird dann irgendwann zur Routine. Ja. Es wird ein Stück weit Routine, aber ich kann mir vorstellen, trotz alledem ist man angespannt, weil ja, es kann ja immer irgendwo was schieflaufen. Und wenn man zu routiniert halt eben dann irgendwas durchzieht, dann merkt man vielleicht auch zu spät, dass irgendwas aus den Gleisen, aus dem Ruder läuft, oder? Ja, es ist schon mal so, dass man manchmal einen Satz beginnt und dann mitten im Satz merkt, was redest du eigentlich da? Und dann muss man versuchen, die Kurve zu kriegen. Aber auch da bekommt man im Laufe der Zeit den einen oder anderen Kniff mit und weiß, wie man sich da wieder rausmanövriert. Aber beide, wenn ihr dann halt eben aktiv seid, du jetzt als Vortragender, du halt eben in deiner Rolle als Sitzungsleitung, als Sitzungspräsident, ihr braucht ja auch Menschen, die hinter der Bühne, die um euch herum halt eben noch das ein oder andere mitmachen. Inwieweit müsst ihr da auch euch die Leute suchen, die auch zu euch passen? Oder reicht es da, wenn irgendwer dann dabei läuft? Nein, das ist schon ein Team, was über die Jahre gewachsen ist. Das sind viele, die ähnlich lange aktiv sind wie wir. Wir beide sind ja geschäftsführender Vorstand zusammen mit unserem Geschäftsführer und unserem Schatzmeister. Das heißt, da sind schon mal von Natur aus vier, die sich die Arbeit aufteilen müssen. Wir haben als Bindeglied zwischen uns und den Mitgliedern, den Gruppen, die entsprechenden Gruppenleiter und haben den Beirat, der im Wesentlichen gebildet wird aus den Gruppenleitern und einem weiteren Vertreter der jeweiligen Gruppen. Wir bereiten das ganze Jahr über die verschiedenen Veranstaltungen vor, machen uns gemeinsam Gedanken, machen auf Neudeutsch Brainstorming. Wir haben natürlich auch die Büttenrednerbesprechung, wo wir im Grunde genommen den Sitzungsablauf besprechen, neue Ideen kreieren oder auch wieder verwerfen. So ergibt sich das im Laufe der Zeit. Und für mich persönlich, ich muss natürlich sagen, meine größte Unterstützung ist natürlich meine Frau, denn neben meinem Beruf noch die große ehrenamtliche Tätigkeit, wenn ich da nicht die entsprechende Unterstützung durch meine Frau und früher auch durch meine Kinder hätte, dann bräuchte ich das Ganze gar nicht zu machen. Ja, ich denke, das ist immer das A und O überhaupt, halt eben das Partnerschaft, dass der Partner, Partnerin halt eben solche Aktivitäten, egal in welcher Art, auch mittragen. Ich kann mir vorstellen, bei dir ist ja auch im Vorfeld der Vorbereitung auch das eine oder andere, wo der Partner oder Partnerin, je nachdem, wen man hat, halt eben dann irgendwo ein Stück weit auch mit belastet wird, wenn ich das so grob sagen darf. Ja, man ist natürlich auch eine Zeit lang auch unterwegs. Bei mir sind es jetzt zum Glück noch die Eltern, die dann sagen, hast du noch irgendwas zu waschen oder sonst irgendwas, die einem auch unter der Arme greifen. Ne? Dann geht man auch gerade noch nebenbei noch ein bisschen arbeiten in der Karnevalszeit. Ein bisschen Hobby muss man ja haben. Ja, ja aber Hans, Peter und Daniel,
Mittlerweile kann man seit einigen Jahren schon feststellen, dass auch innerhalb der Chors, chorübergreifend vieles halt eben passiert, was ja vor Jahren, ich habe das bei anderen auch schon angesprochen und ich finde das positiv und ich denke, das kann man gar nicht oft genug ansprechen, dass man mittlerweile chorübergreifend auch mal sich gegenseitig hilft, unterstützt und halt eben auch Aktivitäten gemeinsam durchführt und das ist etwas ganz Positives. Wie schätzt ihr das ein? Ist da noch Potenzial, um noch weiter auszubauen oder sind es Notwendigkeiten, damit halt eben letzten Endes halt eben der Karneval auf Dauer Bestand hat? Also es ist sicherlich immer Potenzial da, wobei ich natürlich aufgrund der langen Zeit, die ich jetzt schon dabei bin und aufgrund meiner Kenntnisse aus der Chronik, die ich ja auch geschrieben habe, erstens weiß, wie es früher war, dass es eben anders war, habe im Laufe der Jahre auch festgestellt, dass sich da Veränderungen ergeben haben. Und heute sind halt Leute an der Spitze, die im Grunde genommen schon aufgewachsen sind oder schon von Kindesbeinen an befreundet waren mit Aktiven aus anderen Chors. Und insofern ergibt sich von alleine eigentlich schon dieser Zusammenhalt. Und es wird halt chorübergreifend sehr viel ausgetauscht. Man ist im Grunde genommen heute auch teilweise darauf angewiesen, gemeinsam einzukaufen oder was auch immer, um die entsprechenden Vorteile zu nutzen und neudeutsch Synergien zu heben, weil einfach zu viel auf einen einstürmt, insbesondere was auch Behörden und geht. Denn es ist ja nicht nur, dass wir als Karnevalsverein auf der Bühne stehen und den Leuten Spaß bereiten. Wir müssen auch das Ganze, was, ich sag mal, vereinsrechtlich etc. Dahinter steckt, das müssen wir ja auch noch abwickeln. Jetzt kann ich mir vorstellen, Daniel, du hast mir im Vorfeld erzählt, du gehst hier und da auch auf verschiedene andere Sitzungen. Und in der heutigen Zeit ist es ja gar nicht so unüblich, dass man dann in einer anderen Sitzung sieht und dann auf einmal sitzt und dann auf einmal merkt, Mensch, das habe ich ja in meinem Vortrag ja auch schon irgendwo eingeplant. Ja. Ich kann mir vorstellen, dann fängt man an zu überlegen, halt, mache ich es oder mache ich es nicht? Oder vielleicht sind ja noch Leute da, die nachher bei mir in der Sitzung auch sind. Ja, das, wie gehst du damit um? Ja, das ist natürlich schon ein wenig blöd manchmal, ne? Aber da steckt man auch nicht drin. Na, also, klar. Wir können uns nicht mit allen vier Kurs komplett zusammentun und dann alle Vorträge mal zusammenschreiben. Ist auch immer individuell und jeder bringt den Witz auch vielleicht auch ein bisschen anders. Also von daher. Also man kann ein bisschen mehr ausschmücken, vielleicht ein bisschen anders halt eben dann variieren und dann trotzdem halt eben seine Variante mit einbringen. Also so in der Form. Ihr habt innerhalb der Blauen Funke mittlerweile 11 Gruppierungen. Mhm. Also ich befürchte, wenn ich jetzt anfange, die aufzuzählen, dann werde ich mit Sicherheit viele vergessen. Deswegen überlasse ich das lieber dir oder euch, wer von euch das machen möchte. Aber ihr habt ja innerhalb dieser Gruppierung, ich nehme jetzt eine nochmal raus, die in der letzten Zeit ja immer wieder auch in den Medien immer wieder zu sehen ist. Ich denke jetzt gerade an die Evergreens, die ja Teil halt eben des Altherrenchors sind. Und ihr habt ja dann auch immer wieder diese Untergruppierung oder hier und da diese Untergruppierung. Hans-Peter. Ganz kurz, 11 Gruppierungen habt ihr innerhalb eures Vereins. Jetzt zählen wir schnell auf. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt alle 11 zusammenbekomme. Besser du wie ich. Also natürlich vom Gründungsdatum her angefangen, das kleine Damenkomitee, die Kanonenbesatzung, der Spielmannszug, dann die Tanzgruppen, also Showtanzgruppe, also, Gardetanzgruppe, Wirbelgruppe, Alternchor, dann haben wir die Feldküche, die mittlerweile zu einer großen Gruppe geworden ist. Genau. Wir haben die Ofze und wir haben als jüngste Gruppe die Funken-Ladies und, jetzt habe ich sie übersprungen, natürlich unsere Jugendfunkengarde, die im Grunde genommen das Juwel in unserer Mitte ist, denn die Jugend ist unsere Zukunft und insbesondere seit der Gründung 1984 der Jugendfunkengarde hat natürlich unser Verein einen enormen Aufschwung genommen. Das ist genau so ein Punkt. Ihr habt einen Jugendspielmannszug und ihr habt sowieso auch noch eine Jugendgruppe überhaupt, eine Jugendgarde, sage ich jetzt mal ganz grob. Jugendarbeit in der heutigen Zeit, kann ich mir vorstellen, ist etwas ganz Wichtiges. Nicht nur um den Nachwuchs in den eigenen Reihen zu fördern, sondern überhaupt die Jugendarbeit als solches, kann ich mir vorstellen, ist auch ein gesellschaftliches Thema. Ja. Ja, wie wichtig ist für euch jetzt innerhalb halt eben der Blauen Funken jetzt halt eben die Förderung halt eben der Jugend oder die Jugendarbeit als solches? Also die Jugendarbeit ist bei uns extrem wichtig. Zum einen, weil es halt das Nachwuchsreservoir ist für die Gruppen,
die wir haben. Deshalb ist auch neben der Jugendfunkengarde als Betreuung irgendwann in 1991 dann die Ferienfreizeit eingeführt worden, wo wir also auch, ich sag mal, außerhalb des Karnevals die Kinder einmal im Jahr in den Ferien betreuen. Und Daniel ist so ein typisches Beispiel dafür. Über die Jugendfunkengarde ist es ja im Grunde genommen auch gelungen, ehemalige Mitglieder wieder in den Verein zurückzuholen, beziehungsweise, was heute noch viel stärker der Fall ist, über die Kinder Karnevalsfremde in den Verein zu holen. Es ist teilweise so, dass heute die Kinder gar nicht mehr im Verein sind, aber die Eltern sind drin geblieben und das freut uns natürlich genauso. Daniel, du hast eben ganz am Anfang deines ersten Beitrags ganz kurz auch angesprochen, euer Oktoberfest. Das macht ihr ja mittlerweile seit einigen Jahren und man muss also durchaus sagen, so wie ich das beobachte, das ist ja etwas, was noch immer stetig am Wachsen ist. Also etwas, hätte ich nie gedacht, dass in Andernach sowas möglich ist. Wie kam denn überhaupt die Idee auf, in Andernach ein Oktoberfest durchzuführen? Also es kam eigentlich daher auf, weil das Sommerfest immer mehr rückläufig war von den Besucherzahlen her. Und dann hat sich dann der vorherige Vorstand mal Gedanken gemacht und hatte dann überlegt, ja, wir machen jetzt mal ein Oktoberfest. Ja. Ja. Ich war dann in der glücklichen Lage, dann gewählt zu werden als Adjutant. Und war dann auf einmal mit der Aufgabe betreut. War das dann auch das Erwahl? Genau, das, das zu organisieren. Ja. Und dann wurde ein Arbeitskreis gegründet, um dann zu gucken, wo kriegen wir eine Band her, wir brauchen Thekenmannschaften, wir brauchen alles mögliche, Dekoration. Und als Adjutant bist du dann halt eben auch für dieses Oktoberfest, für die Vorbereitung des Oktoberfestes auch eben lange Zeit unterwegs und musst aktiv sein, damit halt eben nachher auch der Rahmen stimmt. Genau. Habt ihr euch von Anfang an wirklich, wirklich ausgemalt, halt eben, das könnte der Renner werden, das könnte der Erfolg werden, der es wirklich geworden ist? Seid ihr davon ausgegangen oder wolltet ihr einfach nur mal probieren? Also wir sind da schon kräftig in Vorleistung getreten, insbesondere auf der finanziellen Seite, indem wir eine entsprechende Band damals verpflichtet haben. Aber wir hatten vorher, wir waren mit der Wibbelgruppe sehr häufig in Wittlich auf dem Oktoberfest und wir haben auch sonst beobachtet, dass Oktoberfest überall offensichtlich gut ankommt. Und wir haben natürlich festgestellt, dass in Andernach nicht nur das Sommerfest der Blauen Funken, sondern insgesamt die Sommerfeste der Chors generell eher auf dem absteigenden Ast waren. Und dann haben wir gesagt, wir trauen uns jetzt was. Weiß-Blau, Oktoberfest, Blau-Weiß, Blaue Funken. Da gibt es auch eine gewisse Affinität. Deshalb auch immer wieder der Spruch, 364 Tage im Jahr sind wir Blau-Weiß, einen Tag im Jahr sind wir Weiß-Blau. Und wir hatten ja auch 1994 das große Glück, als Chor der Blauen Funken beim traditionellen Trachtenumzug zur Eröffnung des Oktoberfestes in München teilzunehmen. Und insofern war da vielleicht unterschwellig schon immer der Gedanke, sowas irgendwann mal in Angriff zu nehmen. Und im Nachhinein betrachtet war das genau die richtige Entscheidung. Wir haben genau den Nerv offensichtlich getroffen. Ja, ja. Und was besonders wichtig für uns war, wir haben offensichtlich nicht nur die Karnevalisten damit angezogen und die eigenen Leute, sondern auch über den Karneval hinaus viele Interessierte in der Stadt. Und deswegen, es ist immer ein ordentliches Stück Arbeit, insbesondere für den Daniel, aber mit der gesamten Mannschaft bewerkstelligen wir das und freuen uns dann immer, wenn es rum ist. Und es war ein Erfolg und wir sind auch jetzt schon wieder kräftig dabei, für dieses Jahr zu planen. Da werden wir gleich auch darüber zu sprechen haben. Aber ihr habt ja mit diesem Oktoberfest auch eine Veranstaltung mal wieder kreiert, die sowohl jung als auch alt anspricht. Also wenn man dann bei euch dann in den Hallen da ist, in der Halle da ist, sieht man halt, da sind ältere Herrschaften, genauso wie junge Leute. Und ich habe das Gefühl, der Spaß, den die Herrschaften haben, eure Gäste haben, der ist eigentlich ungeteilt. Ja, man kann also wirklich sagen, vom vorsichtig formuliert 14-, 15-Jährigen, der ja natürlich mit den Eltern noch da ist und weil er im Spielmannszug halt eben auftritt, bis hin zu über 90-Jährigen, die bei uns im Altherrenchor sind und sich noch bester Gesundheit erfreuen. Die bleiben also fast bis Mitternacht dann noch im Saal und gehen munter mit. Also da ist wirklich für alle etwas dabei und es macht richtig Spaß, die Leute dann beim Feiern zu sehen.
Wenn man dann so etwas mit auf die Beine gestellt hat, das erfüllt, kann ich mir vorstellen, auch zu Recht, so ein Stück weit mit Stolz, dass man sagt, das haben wir gut gemacht. Aber letzten Endes ist das immer wieder eine Herausforderung, weil in diesem Jahr war es, oder im vorigen Jahr war es vielleicht gut. Und jetzt muss man es in diesem Jahr nochmal, glaubt man hat eben noch besser machen zu können oder zumindest mal den Standard zu halten. Also ich kann mir vorstellen, das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Ja, man hat auf jeden Fall, man muss sich auch auf die Leute verlassen können, ja. Die auch neben mir auch Verantwortung tragen, ja. Und jedes Mal aufs Neue. Ne? Ja. Aber die Ideen überhaupt, halt eben, wen frage ich jetzt, halt eben, wer Musik macht, wer vielleicht halt eben sonstige Einlagen, halt eben Auftritte macht bei diesem Oktoberfest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jedes Jahr immer die gleichen da holt, auf Dauer. Oder sicher fast. Also wir hatten jetzt bis jetzt zwei Bands verpflichtet, ja, gehabt, ja. Und im 2016 war es, ja. Habe ich eine Woche vor dem Oktoberfest eine böse Nachricht bekommen. Ja, ja. Und zwar hatte mir dann die Band leider abgesagt aus gesundheitlichen Gründen. Genau. Und wenn man so einen Anruf auf der Arbeit bekommt, da ist der Tag Freude gelaufen. Ja. Da kommt Freude auf. Und da muss man schnell reagieren und da muss man halt eben schauen, wer kann noch, wer hat noch Zeit. Genau. Und da muss man auch Verbindungen haben. Und da brauchst du auch entsprechende Leute, die dir sagen, halt eben frag mal da, frag mal doch. Richtig, genau. Ja, das ist also immer halt eben auch eine Frage, halt eben, welche kompetenten Menschen man drumherum hat. Ja, und das war im Grunde genommen damals auch ein Punkt, wo dann die chorübergreifende Hilfe geholfen hat. Denn da haben wir durchaus auch die Schwesterchors angefragt, ob die uns mit entsprechenden Adressen oder Telefonnummern aushelfen können. Und da war die ein oder andere gute Idee dabei. Und letztlich hat sie dann zum Glück, zum Erfolg geführt. Und wir sind auch bis heute noch froh und glücklich mit dieser Gruppe. Ja, ist ja schön. Also das wird auf jeden Fall, also ich gehe mal davon aus, so was am Anfang halt eben schon mal rauszuhören, es wird doch dieses Jahr ein Oktoberfest geben, wobei es Probleme zurzeit scheinbar zu geben scheint mit dem Datum, mit dem genauen Datum im Moment noch, weil eventuell ihr, wenn ich dich recht verstanden habe, noch einen Auftritt haben werdet, wenn alles gut geht, in München, Oktoberfest. So sehen die Planungen aus. Wir wollen uns natürlich nochmal bewerben. Das wäre natürlich dann toll, wenn euch das funktioniert. Und ja klar, dann wird halt eben die Veranstaltung hier vor oder nachher stattfinden. Das müssen wir dann mal gucken, weil eine Woche später ist immer der Michelsmarkt. Ja, das ist schlecht. Da müssen schlecht. Wir mal gucken. Ja. Das hat er schon in der Bredouille. Ja, also wir können da leider nicht allzu viel Einfluss nehmen. Ja. Wir müssen jetzt abwarten. Ende Januar, Anfang Februar wird in München entschieden, wer beim Oktoberfestumzug dabei sein darf am 22. September. Ja. Wenn wir die positive Nachricht bekommen, dann beginnt erst richtig für uns die Arbeit. Da müssen wir zum einen diesen Ausflug dann vorbereiten mit allen Konsequenzen und wir müssen natürlich einen neuen Termin finden für unser Oktoberfest und all die Dinge, die bereits im Vorfeld, ich sag mal, grob geregelt sind für den 22. September auf ein anderes Datum umlegen. Ihr könnt ja einfach in München mal anfragen, ob die bereit wären, ihr Oktoberfest ein bisschen zu verschieben. Also gut, okay, das war jetzt ein blöder Spruch. Aber ihr habt ja auch knapp 4 Wochen sitzt mittlerweile bis dahin, bis ihr eure Prunksitzung haben werdet. Im Vorfeld laufen wieder Not- und Nummerntagssitzungen. Zählt mal ganz grob auf eure Veranstaltungen, die jetzt die nächste Zeit zu erwarten sind. Also wir haben am 11.11. ja begonnen mit unserem traditionellen Sessionsauftakt, hatten am vergangenen Wochenende nach der Proklamation unser Fest in Blau, das höchste Chorfest sozusagen bei uns, bei dem im Wesentlichen Orden und Ehrenzeichen verlieren werden und Beförderungen ausgesprochen werden. Wir werden am Mittwoch nächster Woche den Dämmerschoppen haben, des Altherrenchors, der sich im Grunde genommen auch zu einem Highlight im Andernacher Karneval entwickelt hat, wo die alten Herren nochmal so richtig zeigen, was sie drauf haben und mit viel Spaß und Freude dabei sind, wo auch die Funken-Ladies entsprechend unterstützen, weil die Funken-Ladies sind ja meistens auch Ehefrauen von den Senatoren des Altherrenchors. Wir werden am Sonntag danach dann unsere 34. Kinder- und Jugendsitzung haben, die ja im letzten Jahr zum Jubiläum einen extrem guten Zulauf hatte. Entsprechend haben wir uns dieses Jahr organisatorisch auch darauf eingestellt, diesen großen Zulauf dann auch zu bewältigen. Wir hoffen natürlich, dass es in ähnlicher Größenordnung wieder sein wird in diesem Jahr. Und dann werden wir natürlich dann am 3. und 4. Februar an dem Wochenende unsere großen Prunksitzungen, diesmal als Jubiläumsprunksitzungen, durchführen. Wir wollen sie bewusst auch etwas anders aufziehen als die Sitzungen, die ja, ich sag mal, über die Jahre schon einen gewissen routinemäßigen Ablauf haben. Wir wollen also, da wir zum
125-jährigen Bestehen der Fidelitas dieses Mal keinen Festkommerz gemacht haben, wollen wir das Ganze so ein bisschen verbinden, ohne dass wir uns allzu weit von der Prunksitzung entfernen. Mhm. Und am Dienstag, dem 6. Februar, wird dann traditionell der Nautilumedach stattfinden in der Mittelrheinhalle. Und dann sind wir im Grunde genommen mit dem Saalkarneval in Andernach durch. Dann gibt es zwar noch die Herrensitzung, aber das ist ja eine Veranstaltung einer separaten Gruppe. Und dann werden wir ab dem, unser Spielmannszug wird sicherlich wieder beim Fädelszug mit teilnehmen. Und ab dem Karnevalssamstag werden wir dann in den Straßenkarneval eingreifen. Denn auch wir sind wie immer mit vielen Beteiligten am Rekrutenzug dabei. Spielmannszug, das habe ich im vergangenen Jahr total irgendwo nicht wahrgenommen, irgendwo nicht präsent gehabt, denn der hatte voriges Jahr ja sein 80-jähriges Bestehen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, da kann man auch ein Stück weit halt eben stolz sein, 80 Jahre ein Spielmannszug. Und wenn man sich dann anschaut, hat eben wie soll man das sagen, ihr habt auch relativ lange halt eben diese Leute, die im Spielmannszug aktiv sind. Also ihr habt einen Spielmannszug, der scheinbar in sich gefestigt ist, wo man auch ein Zusammenhörigkeitsgefühl irgendwo rauserkennt, oder? Täusche ich mich da? Ja, also der Spielmannszug ist in jedem Fall eine tolle Gruppe, eine Truppe, die gewachsen ist. Das ist im Grunde eine Familie in der Funkenfamilie. Über Generationen hinweg sind da einige Familien aktiv. Wir können auch mit Stolz sagen, wir haben heute noch ein Gründungsmitglied des Spielmannszuges von 1937 im Verein, heute Ehrenmitglied der Fidelitas. Und die Jugendarbeit ist natürlich ganz besonders wichtig, sodass wir, ich sag mal, zwischen 10 und 60 Jahren die ganze Bandbreite abdecken können und natürlich auch viele Instrumente dabei sind. Und es ist natürlich immer wieder das Problem, wenn der Jugendspielmannszug in das Alter gekommen ist, dass man wechselt in den großen Spielmannszug, dann wieder komplett von unten aufzubauen. Aber da sind auch einige sehr rege, das zu fördern. Und das ist eine Truppe, die kann man gut alleine laufen lassen, wie man so schön sagt. Ich sage sicherlich auch zu Recht, das ist das Flaggschiff der Blauen Funken. Wenn wir irgendwo aufmarschieren und der Spielmannszug geht voran, dann kommt dann eine stolze Truppe. Es ist ja eine stattliche Zahl der Mitglieder, der Spieler, die doch dann unterwegs sind. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass ihr dann halt eben auch da immer wieder tolle Auftritte habt, halt eben auch das Musikrepertoire hat sich im Laufe der Zeit auch ein Stück weit immer wieder gewandelt. Ihr habt immer wieder diesen Spielmannszug, der hat dann immer wieder auch mal ganz aktuelle Sachen gehabt und dann mal wieder ein bisschen Nostalgisches. Also allein dieser Wechsel, der da immer wieder reinfließt, finde ich, das macht auch das Spielen auch für die Aktiven irgendwo interessant. Die Herausforderung, die damit verbunden ist. Ja, da können wir natürlich auch stolz drauf sein, dass wir im Grunde genommen da immer wieder Leute haben, die entsprechenden Arrangements schreiben für die verschiedenen Instrumente. Das hat lange Jahre ja Axel Sauer gemacht und jetzt mit Philipp König und Sebastian Griesmer haben zwei junge Leute das übernommen und im Grunde genommen haben nahtlos anknüpfen können. Und ich bin mir sicher, auch dieses Jahr wird wieder ein tolles Programm da auf die Beine gestellt werden. Und wenn jetzt dann Aschermittwoch, ist ja zum Glück noch einige Zeit entfernt, aber trotzdem, wenn denn Aschermittwoch dann vorbei ist, ist dann die Aktivitäten zunächst mal, die offiziellen Aktivitäten sind dann abgeschlossen oder geht es dann irgendwo noch zu verschiedenen Veranstaltungen? Ich denke, wir haben ja noch Partnerstädte, wir haben ja noch, und das habe ich auch ganz vergessen, ihr habt ja eventuell auch Auftritte eventuell in den Stadtteilen, wo ihr vielleicht das eine oder andere noch unternehmen werdet. Ja, der Spielmannszug wird in jedem Falle sonntags beim Umzug in Namedi dabei sein. Wir werden am Aschermittwoch unser Heringsessen haben. Wir werden unter Umständen mit einer Abordnung am Umzug in Ekeren teilnehmen oder beziehungsweise zumindest nach Ekeren fahren. Und wir haben in diesem Jahr auch geplant, und das scheint schon ziemlich sicher zu sein, auch wieder Farnham, die Partnerstadt in England, zu besuchen. Das wäre dann auch schon der vierte Besuch seitens der Blauen Funken dort. Das heißt, also ihr habt noch ein volles Programm, ihr habt noch viele Aktivitäten und Daniel, vieles von denen hast du in der Vorbereitung, vieles musst du da im Vorfeld koordinieren, damit es funktioniert. Ja, es ist noch einiges, also die ganzen Generalprobenpläne müssen noch geschrieben werden und verschickt werden.
Dann wird es natürlich auch wieder Getränkebestellung auch für die Bildrheinhalle sein, dass die, dass wir auch während der Sitzung im Hintergrund auch im Elverrad was zu trinken haben. Natürlich geht dann auch jetzt die ganze repräsentative Sache los mit Empfängen und. Ich kann mir vorstellen, aber auch der Bühnenbau ist ja auch immer so eine Herausforderung. Ne? Ist das auch, obliegt das auch dir oder machst du das? Wer von euch beiden ist da der Hauptverantwortliche? Also Daniel ist sicherlich prädestiniert für den Bühnenbau und er kommt auch aus dem Bühnenbau. Das ist eine seiner vielen Aktivitäten, die er im Verein schon immer inne hatte. Und das ist auch eine Gruppe, die ich eben leider vergessen habe. Ja. Das ist aber auch ein Stück weit sicherlich, zeigt sich auch da unsere Verbundenheit halt mit dem Handwerk. Wir können auch da auf eine große Kontinuität zurückgreifen. Im Grunde genommen seit den 40er, 50er Jahren ist das immer die Familie Umscheiden, die im Grunde genommen den Bühnenbau der Blauen Funken leitet. Und Daniel war es, der gemeinsam mit dem Bühnenbauchef im Wesentlichen das aktuelle Bühnenbild vor Jahren gebaut hat. Und das ist schon, ich sag mal, auch eine Perle auf unseren Sitzungen, dieses tolle Bühnenbild, was wir da haben. Und da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und wir haben es uns im Vorstand so aufgeteilt, da sich unmöglich einer um alle Gruppen kümmern kann, hat im Grunde genommen jeder von uns vier Vorstandsmitglieder und hat eine Patenschaft über eine bestimmte Gruppe, sodass Daniel tatsächlich dann für den Bühnenbau zuständig ist und während ich beispielsweise dann andere Gruppen wie die Alten Herren zum Beispiel unter meinen Fetischen habe, wobei unter den Fetischen haben ist eigentlich übertrieben gesprochen, weil die Gruppen sind wirklich sehr, sehr selbstständig und nehmen uns auch einen Großteil der Arbeit ab. Wer ist denn immer derjenige oder wer sind diejenigen, die immer die Idee für das Bühnenbild haben? Also wir haben ja seit 2009 haben wir jetzt das gleiche Bühnenbild. Genau. Und das Bühnenbild war, glaube ich, die Idee von Hans-Peter gewesen. Du? Ja. Okay. Wie kamst du auf die Idee? Ja gut, wenn man immer wieder auf verschiedenen Sitzungen ist, verschiedene Fernsehsitzungen natürlich auch sieht und dann, wie ich, auch über Jahre immer wieder die Orden entwirft für den Verein, dann hat man irgendwann so eine gewisse Vorstellung und wir hatten eigentlich in den letzten Jahren schon immer einen Bezug zu Andernach in unserem Bühnenbild und wir mussten dann irgendwann mal die Kulisse wechseln und das war ziemlich exakt in der Zeit, als wir auch mal ein Sommerfest im Schlossgarten gefeiert haben und da ist dann die Idee gewachsen, dass man das vielleicht mal ans Hintergrund nehmen könnte und aus meiner, ich sag mal, Bauernmalerei, die ich dann aufs Papier gekritzelt habe, hat dann Hans Breusch, seines Zeichens ja Architekt, dann eine wunderbare Zeichnung erstellt und unsere Handwerker vom Bühnenbau haben das dann meisterlich umgesetzt. Der Hans ist ja in der Vergangenheit auch eine Größe, die aus dem Andernacher Karneval, ich denke, das kann man ruhig auch so mal aussprechen, die aus dem Andernacher Karneval gar nicht wegzudenken ist. Sei es halt eben für die Festausschussorden der letzten Jahre, die er dort immer wieder entworfen hat. Bei euch hat er viele Aktivitäten in der Vergangenheit inne gehabt. Also ich denke, solche Größen, die kann man also auch immer wieder benennen und dann halt auch tatsächlich auch, das ist vollkommen richtig, dass man solche Leute dann auch benennt. Jetzt meine Frage an euch beiden. Habe ich bei dir noch was vergessen zu fragen, was unter Umständen deine Aufgabe ist, was dir wichtig ist? Ich glaube nicht. Glaubst nicht? Okay. Also ich hätte jetzt auf Anhieb nämlich auch keine Idee mehr, Hans-Peter. Noch irgendetwas, was vielleicht halt eben wichtig wäre aus den Reihen halt eben der Blauen Funke bzw. Fidelitas, die es wichtig wären halt eben für die Öffentlichkeit zu erfahren. Ich denke unter anderem halt eben, wie kann man euch erreichen, wie kann man Mitglied werden, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um Mitglied zu werden und eventuell, wo kann ich mich im Vorfeld halt eben über die Blauen Funke bzw. Fidelitas informieren. Also wir sind dann natürlich auch unterwegs in den neuen Medien. Daniel betreut unsere Facebook-Seite, aber wir haben auch eine Internetseite www.blauefunkenandernach.de mit jeweils mit Bindestrich. Ja. Und auf dieser Seite versuchen wir, möglichst aktuell über die Blauen Funken immer zu informieren. Wir haben eigene Seiten der einzelnen Gruppen, wo also auch die Aktivitäten der Gruppen dargestellt sind. Die Kontaktadressen sind auf dieser Seite vertreten und natürlich in unserem Programmheft, was wir Jahr für Jahr auflegen. Da sind auch alle Telefonnummern und entsprechenden Kontaktdaten vorhanden. Und ansonsten denke ich mal, wenn man in Andernach fragt, wie kann ich bei den Blauen Funken oder Kontakt zu den Blauen Funken aufnehmen, da ist immer einer, der weiß, wie man das kann. Und wir leben natürlich auch von der Mund-zu-Mund-Propaganda und von den
Menschen, die zufrieden unsere Veranstaltungen verlassen oder von unserem Erscheinungsbild erfreut sind. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um bei euch Mitglied zu werden? Muss ich überhaupt irgendwelche Voraussetzungen bringen? Vielleicht Querflöte spielen oder Trommeln oder sonst irgendwas? Oder einfach nur. Nein, eigentlich muss man überhaupt keine Voraussetzungen haben. Man muss eigentlich schon den guten Willen haben, was lernen zu wollen und was mitmachen zu wollen. Den Rest übernehmen dann die entsprechenden Übungsleiter bzw. die Trainer in den Tanzgruppen. Die führen die Jugendlichen heran und wenn natürlich jemand zu uns kommt, der schon entsprechende Vorkenntnisse hat, umso besser, dann sind die schneller zu integrieren. Aber ich sag mal so, wenn in jungen Jahren jemand noch nicht so weit ist, dass er Flöte spielen kann oder Trommel spielen kann, Rassel kann er immer spielen und die nehmen wir dann halt mit, damit sie schon mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie das Ganze so abläuft. Okay. Ihr habt mir zumindest mal vieles erzählt, mir auch vieles Neues berichtet. Ich bin überzeugt davon, dass auch die Herrschaften draußen an den Fernsehern und Bildschirmen einiges erfahren haben über die Blaue Funk und über die Aktivitäten. Nochmal ganz kurz, benennen wir mal ganz konkret die Daten eurer Prunksitzung, eurer Termine, die jetzt wirklich karnevalistischer Art innerhalb der nächsten Tage anstehen. Wenn du das jetzt aus dem Kopf so kannst. Ja, am Sonntag, dem 21. Januar, ist um 14.11 Uhr im Pfarrsaal St. Stephan die Kinder- und Jugendsitzung. Dann ist am 3. Februar um 19.11 Uhr in der Mittelrheinhalle die Jubiläumsprunksitzung, die erste. Da gibt es leider nur noch Restkarten, beziehungsweise leider natürlich in Anführungszeichen aus unserer Sicht. Ist doch positiv. Ja, die Sonntagssitzung, dort gibt es ein paar Karten mehr. Da sind auch noch teilweise recht gute Plätze dabei. Die ist am Sonntag dann schon um 16.11 Uhr, also eine Zeit, wo man davon ausgehen kann, dass 21 Uhr, 21.30 Uhr spätestens die Veranstaltung rum ist. Also man kann da durchaus auch noch montags arbeiten gehen, wenn man an dieser Veranstaltung teilnimmt. Und dann dienstags um 16.11 Uhr in der Mittelrheinhalle der traditionelle Nauzenummertag. Das sind im Grunde genommen so die Eckdaten für die Saalveranstaltung der Blauen Funken. Alles andere sind ja gemeinsame Veranstaltungen der Andernacher Chors und Gesellschaften. Hans-Peter, dir, deinem Chor, dir bei deinen Vorträgen und bei deinen Aktivitäten, bei euren Aktivitäten überhaupt, wünsche ich auf jeden Fall, dass alles gut geht, dass ihr viele, viele Besucher habt, dass überhaupt viele Menschen halt eben teilnehmen werden an den anderen Karnevalsaktivitäten, die wir jetzt in nächster Zeit vor uns haben. Es wäre natürlich toll, wenn wir weiterhin dieses Brauchtum fördern und in irgendeiner Form weiterbeleben könnten. Das wäre natürlich ganz klasse, wenn uns das gelingen würde. Vielleicht haben wir jetzt auf dem Wege auch den einen oder anderen halt eben dazu gebracht, sich etwas näher mit dem anderen Karneval und den Hintergründen zu befassen. Vielleicht kriegen wir jemanden doch überredet, überzeugt davon, halt eben, es ist schön, beim Andernacher Karneval mit dabei zu sein, nach dem Motto, was wir jetzt dieses Jahr haben, wir haben immer was zu feiern und das finde ich, das sollten wir auch so stehen lassen, das sollten wir machen, das sollten wir tun. Ihr feiert jetzt in diesem Jahr 125 Jahre Fidelitas und ich finde es toll, dass es halt eben über so lange Zeit halt eben eine solche Beständigkeit halt eben tatsächlich immer noch gibt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen was erfahren können. Ich denke, die Herrschaften hier rechts und links von mir, die haben also versucht, halt eben so weit wie möglich, soweit ich sie hinterfragt habe, Ihnen Informationen zu geben. Vielleicht war auch für Sie das ein oder andere Brauchbare dabei. Es wäre schön, wenn wir Sie überzeugen könnten, halt eben Andernacher Karneval ist mehr wie nur halt eben Radau und sonst irgendwas, sondern das hat schon Substanz, es ist schon was Tolles, es ist auch toll dabei zu sein, es ist toll mitzumachen und ich bin überzeugt davon, es macht auf jeden Fall Sinn, irgendeine dieser Veranstaltungen, sei es bei den Blauen Funken, sei es bei den anderen Chor, auf jeden Fall zu besuchen und halt eben diese Chors, diese Aktivitäten, den Andernacher Karneval an sich zu unterstützen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis demnächst. Oft schon zog ich in die Ferne, lernte Sprachen noch und noch. Überall da war ich gerne, aber Heimweh zog mich doch. Und mein Gott, das sagt zu mir.